Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dungeon-Part von Final Fantasy 14. Wir sind in der Kupferglockenmine im schweren Modus. Das heißt, wir kehren zurück zu den Anfängen. Und es geht gleich auch los. Ja, und man sieht hier, die Riesen haben wieder gewütet. Aber sind sie hier wirklich die Hauptakteure in diesem ganzen Spiel? Oh, guck mal, wir haben sogar die neue Klasse dabei, den, die Viper. Die Viper ist eine Klasse mit zwei Einhandschwertern. Auch richtig cool, glaube ich. Ich habe sie selber noch nicht getestet, weil, wie gesagt, ich war jetzt tagelang Wow, fuck. No, bitte. Könnt ihr auch mal auf mich warten hier? Ich hab da so ein bisschen Aggro, ne? Was tut der hier? Ah! Hilfe! Hallo! Tank! Was? Das ist nicht so geil gerade. Warum rast der denn hier so durch? Au. Ich blick hier gar nicht mehr durch. Ich sehe einfach nur noch Geblinke und alles. Ich glaube, da muss ich nochmal die Einstellungen bearbeiten. Achso, das ist normal, dass die, wie kann man eigentlich Steine vergiften? Kann mir das mal jemand erklären? Oh, Nase juckt. Ah. Herr Tank, würden Sie bitte endlich mal diese Akku vor mir wegnehmen? Statt einfach die ganze Zeit loszurennen wie so ein wild gewordenes Rindvieh. What the fuck? Warum? Ja, weil der einfach losrennt. Man hat gar keine Chance, irgendwie auszuweichen. Und geheilt wird man hier auch nicht. Gott im Himmel. Ja, geil. Man sieht schon, übrigens, das ist hier ein Boss. Ich erkläre den mal ganz kurz, während wir hier den Boss machen. Eigentlich macht er nicht viel, außer dass man auf ihn reinkloppen muss. Und man muss das recht schnell tun, weil die Brücke hier nämlich so langsam dann auch zerstört wird. Ja, nehme ich mal mit hier.
So. Hier funktioniert der Aufzug leider nicht mehr so, wie er funktionieren soll. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Oh Gott. Ach guck mal, hier sind die Minenarbeiter. Alter, ich bin doch da rausgelaufen, hä? Oh, und der zweite Boss. Man erinnert sich, hier haben wir damals den Blob getötet. Ach so, oh, scheiße, warum mache ich denn... Da habe ich den falschen Angriff gemacht. Scheiße. Wow, Hilfe. Ich habe mich geopfert. Das war total dumm, was ich getan habe. Okay, so macht man das übrigens nicht. Also eigentlich muss die Bombe bei dem Boss bleiben. Ich habe das jetzt aber gerade ein bisschen verbaselt. Weil der Boss muss freiliegen. Weil in diesem Steindingens ist so ein Spriggan. So. Ihn doch zum zu der Bombe hin. Okay,
Okay, die wissen nicht, wie man den Boss macht, ne? Ich glaube, ich muss die Bombe da eintragen, weil ich weiß, was ich machen muss. Glaube ich. Ah! Hör auf, mich mit Feuer abzuschießen, du! Alter! Okay, ihr seht hier gerade, wie man den Boss, glaube ich, nicht machen sollte. Obwohl, der ist doch freigelegt, ne? Ich glaube, wir haben schon alles richtig gemacht. So. Biggie! So, Biggie wollte am Ende noch richtig reinhauen. Hat Biggie aber dann doch nicht geschafft. Warum laufe ich hier außen rum? Oh, der rennt immer so. Bleib doch mal stehen. Ah, Hilfe. Ja, toll. Gut, der Heiler ist tot. Gleich. Der Heiler ist tot. Man kann auch die halbe Inni pullen. Wir verlieren den Tank. Jetzt geht doch nicht weiter. Leute, der Heiler ist tot. Oh. Ja, pull. Sehr gut. Gut gemacht. Der meint jetzt auch, er wäre so OP, deswegen... Mann. Au. Oh. Nee, brauche ich mir nicht angucken. Ist das jetzt der große Bruder von dem letzten Riesen? Mein Sohn, das ist der Vater. Was, Gegner nähert sich? Wo? Da.
Hi! Arsch! Was sollte das denn jetzt? Hä? What the fuck? Heiler, weg da! Er wollte mich retten, aber ging nicht. Keine Chance, Leute. Mach das zu dritt. Wow. Hollala. Oh Gott, Leute. Holy shit. Komm, gib nochmal alles. Nein, nein, ah, fuck. Ah. Oh. Wow. Geschafft. Man sieht, die schweren Dungeons sind dann doch noch mal ein bisschen schwerer. Was ja auch Sinn und Zweck der Sache ist. Aber selbst heutzutage haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Na toll. Jetzt kriegen wir wieder jeden Scheiß hinterher gerotzt. Toll. Nichts bekommen. Nur Scheiße. Ja gut. Leute, das war der Dungeon-Part zu Kupferglockenmine im schweren Modus. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für diese Folge oder diesen Part. Bedanke mich trotzdem wieder fürs Zuschauen und lasst einen Daumen nach oben da und abonniert euch den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal im nächsten Dungeon-Part oder im nächsten Story-Part, je nachdem, was ihr als nächstes schaut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.